Hallo, alle Yuka und Leili-Freunde. Willkommen zu einem neuen Part. Hier im Sumpf, im Labyrinth Trauersumpf. Oder wie auch immer dieses Teil hier heißt, ne? Die Welt ist ein bisschen eklig. Aber trotzdem, wir sind immer noch dabei, alles Mögliche zu finden, einzusammeln, zu sterben und, ne? Aber trotzdem, immer Fortschritt. Immer Fortschritt, so. So, komm her. Ich hab sie! Boah, war das krass. So, wo geht es jetzt hier hin? In diesem doch sehr abseits stehenden Rohr. Oh, ich höre einen Pagey. Oh, okay. Was ist das hier? Mal gucken. Hilfe! Kevin B. hat mich hinter diesen grauenhaften Plattformkurs gesteckt. Plattformkurs. Ihr müsst schnell sein, wenn ihr dieses Zielschloss öffnen wollt. Oh. Okay. Wumm. Wow. Jetzt mal gucken, was ich überhaupt machen soll. Oh Gott, hat hier sind Federn. Oh, das ist ja immerhin. So, okay. Hoppala. Hoppala. Boah, voll hart. Okay, wow. Okay. Immer schön. Einfach abgekürzt. Ja, einfach abkürzen, ne? So. Okay, ich gucke eigentlich gar nicht auf die Zeit. Weil, ne, das ist eh nicht gut. Boah. So. Aua. So. Das war leicht. Okay, easy, Leute. Easy. So kann der Part beginnen. Yeah. Jo, das war doch mega leicht. Dankeschön. Und wieder weg hier. So, ich muss mal kurz gucken, wie viele Pages habe ich denn überhaupt schon hier in dem Level. Ich wollte dann irgendwann abhauen wieder. Ich überlege auch schon, ob das der letzte Part einfach sein soll hier. Also in der Welt. Ey, wir haben schon 50 Pages. So, ja, die Towers, alles klar. Ja. Mensch, warum zeigt ihr nicht einfach an, wo ich bin? So, 8 von 25 und noch so viel ja nicht gefunden. Von den anderen Collectibles, ja. Aber das wird schon, das werden wir noch irgendwie finden. So, wow. Okay, ich gehe weiter. Ich gehe jetzt mal hier mit diesem Feuerding hier angucken. So, ich gehe erstmal mal hier hoch. Okay, das war gerade mega der Glitch. Ist okay. Hier ist irgendwie ein Pagey. Ich höre es doch, da oben. Okay, wie komme ich da hoch? Wie zur Hölle. Warte, aber ich glaube, da komme ich sogar. Ist sogar dieses Feuerding hier. Nee, Bus, wie mache ich das? Ich guck mal. Kannst du bitte ausgehen? Ich danke. Na. Oh Gott, ich Idiot, warum? Warum bist du dumm? Warte, warum bist du dumm? Ach hey! Oh Gott, warte mal, ist da. Hier ist er zum Feuerlecken oder was ist das hier? Tatsächlich. Dann kann ich dem Feuer widerstehen. Okay, ist ja ein bisschen billig, ne? Okay, wartet mal. Einfach so versteckt. Na denn? Ja. Haha. Ja, haha. So, voll easy. Oh Gott. Ah, hier haben wir einen Schalter, deswegen. So, voll nice. Oh, genau, jetzt hört es auf. Verdammt. Ich muss da schnell hin. Wow. Okay. War da leicht. Yeah. Noch ein Pagey für uns. Yeah. Okay. Weitermachen. Warte mal. Wo ist denn hier hin? Dü. Sieht ja alles so einsam aus. Haben wir hier nur Federn? Dü. Hä? Haben wir hier echt nischt? Warum kann ich hier hin? Warte mal. Boing. Hier oben ist gar nichts. Warum denn nicht? Oh Mann, so da oben ist erstmal dieser riesige Käfig. Der ist auch schon seit einer Weile interessant. Okay. Ich glaube, ich kann. Hä, wartet mal. Was ist hier eigentlich? Hä, was ist denn das hier? Oh Gott. Mann. Hau ab, Mann. So. Okay. Hallo? Kannst du mal die Dinger anlecken? So. Okay, aber was soll das bringen? Ich meine. Ne? Okay, warte, was geht? Anscheinend nur von hier. Ist das alles nur für die Federn, oder nicht? So. Und dass ich hier halt hochkomme. Na gut. Dann haben wir hier noch so eine Plattform? Ja, aber wozu? Warte mal, Yuka. Schleck sie. So. So. Und jetzt? Hä? Wozu? Jetzt bin ich hier wieder. Okay, kein Plan.
Vielleicht, wenn man bestimmte Moves noch nicht hat, dann ist das ein bisschen besser oder so. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Eventuell haben wir schon zu viele krasse Moves. So, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Boings. Was haben wir denn hier? Erstmal viele, viele Seiten. Oh Gott. Ach, ich glaube, hier war auch einfach... Eigentlich glaube ich, ist einfach nur ein Labyrinth. Oh Gott, wartet mal. Kann sein, dass hier unten so etwas drin ist. Das ist bloß hier... Die tun nur so, als ob ich hier fail bin, aber... Es ist wirklich fail. Okay, es ist wirklich fail. Oh Gott, da kommt der... Das Fass! Das wild gewordene Fass! So, also dann... So, hier, auf die andere Plattform. Oh Gott. Nein. So, ja, okay. Jetzt bin ich hier. Ist das gut? Oh, hier ist ein Pidgey drinne. Oh, der große Käfig, alles auf uns runtergefallen. Oh nein, was soll ich tun? Was soll ich tun? Wow, wow. Yeah, voll nice. Easy. Easy one. Okay, das war wirklich wieder mega leicht, oder? Okay. An sich sind halt viele, viele, viele Pages sind einfach nur mega, mega einfach. Und das auch wohl gewollt einfach. Okay, dann hole ich mir hier wieder die Seiten, die Federn über den Baumstämmen. So, komme ich jetzt nicht so wieder mal irgendwie Richtung Eingang? Ich weiß nicht, muss mal gucken. Also Leute, auf jeden Fall kann ich euch schon mal sagen, dass am Ende dieses Let's Plays wird sich auf jeden Fall meine Meinung zu Yooka-Laylee festigen. Eben weil ich es ja zum zweiten Mal spiele. Und das merkt man immer bei so Spielen, merkt man eigentlich immer sehr gut, ob die wirklich sich halten über die Dauer, ob die wirklich okay sind, wenn man es halt einfach mehrmals spielt. Weil dann merkt man auf immer doch, ach ja, vielleicht ist die Euphorie weg vom ersten Mal und so, dann geht man neutraler an die Sache ran beim zweiten Playthrough. Und deswegen, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Wenn es aber nicht schon wieder, denkt euch jetzt nicht wieder euren Teil von wegen, okay, ihr findet das Spiel voll scheiße. Leute, ich habe gesagt, ihr sollt warten. Bis zum Fazit, Mann. So, hier ist auch nichts weiter. Gehe ich jetzt, da wollte ich hin. Hier ist nochmal die Tudikum, Alter, die steht ja an zwei Orten. Wie krass. So, ich werde jetzt mal hier ein Pagey machen. Bei dem hier, guckt euch das an, Leute. Ein Einkaufswagen. Was geht, Ex-Mann? Ich bin Wally. Gehört ihr dieses Pilzfeld? Hi, Wally. Nein, das ist nicht unseres. Wir sind hier mehr auf wir sind mehr im Pagey-Geschäft. Oh, super. Und das soll auch so bleiben. Dieser Level hier ist mein Revier. Ich baue in der Gegend leckere Pilze an und verkaufe sie auf dem Bauernmarkt. Okay. Ich liebe Bauernmärkte. In hohen Preisen... Was? Die hohen Preise halten den Pöbel fern. Alter Mann, Laylee, ey, du haust da auch wieder einen raus. So. Ja, ganz recht. Könntet ihr beiden mir wohl helfen, dieses Pilzfeld zu vernichten? Es gehört mir und ich bin mir sicher, dass es an einem dieser Pilze golden gefunkelt hat. Goldenes Funkeln hört sich super an. Wir sind dabei. Alles, um diese nervigen Stimme zum Schweigen zu bringen. Hey, prima. Denkt dran, solange welche übrig sind, wachsen sie nach. Es muss einen Weg geben, sie alle auf einmal loszuwerden. Oh ja. Und da habe ich am Anfang echt gedacht, fail. Aber man muss es natürlich mit der Sonarattacke machen. Und zwar... Oh je. So, weil die sonst echt halt nachwachsen. Man muss sich eigentlich nur ein bisschen beeilen. Oh Gott. Oh Gott, schnell. So. Das war's. Voll einfach. Krass, Leute. Kommt hier rüber. Ich habe eine Belohnung für euch, die ihr nicht alt ablehnen könnt. Warum guckt ihr so komisch traurig an, Leute, die diese Einkaufswagen? Auch ein bisschen random so als Charakter, ne? Aber passt ja irgendwie zum Humor. Davon gibt's noch mehr. Das, ich glaube, 4 Stück sogar. Dufte, ihr habt alle Pilze zerdeppert. Ja, und keine goldene Beute weit und breit. Was soll das? Ich dachte, das wäre dein Feld. Bleib locker, Fledermaus-Lady. Das goldene Funkeln ist voll in meinem Korb hier gelandet. Ich zahle meine Schläger immer aus. Okay, wenn jemand fragt, wir waren nie hier. Kapische? Ja, kapische. Mafia-Mann oder was? So, den haben wir eingecashed. Yeah. Hup, boings. Mal gucken, wo wir jetzt lang können. Wo es jetzt noch mehr gibt. Also ich habe aber bald meinen Soll erfüllt, ne? Mit so hier irgendwie an die Hälfte der Pages so. 10 Stück so und dann wieder abhauen. So, das hier war... Oh, das war, glaube ich, mies. Aber das müsste ich auch schon schaffen können. Ist ja so ein Labyrinth. Ach, ja, was überhaupt mit dem Boss, mit dem Weltenboss? Den wollen wir auch noch machen. Dem Levelboss. So. Ah, ich weiß nicht, ob ich mir das trauen soll. So, hier haben wir gleich den zweiten Müllwagen hier. Der mit so... Der richtig so Tränensäcke hat.
Wochen wieder ein trauriger Tag im Sumpf für Olli, weggeworfen und ungeliebt. Okay, heißer Reifen, hast du da Pages in deinem Haufen Schrott? Das Einzige, was in meinem Kopf findet, sind gebrochene Herzen und Verzweiflung. Sumpfmüll ist da doch auch noch. Sehe ich von hier. Mann, Layli. Was kannst du uns über dieses Labyrinth da vorne sagen, Olli? Es ist furchtbar, verschlungen und endlos. Und schlimmer noch, die Wände bewegen sich, damit Eindringlinge sich nicht den Pagey am Ende schnappen. Du bist doch immer interessiert, nehme ich an. Logo. Das holen wir uns. Na, hört sich nicht so schlimm an wie einige Sachen, die wir schon hinter uns haben. Wir versuchen es mal. Och, viel Glück, weil da gibt es für den armen Olli kein Licht am Ende des Labyrinths. Wer ist denn das, Mann? So. Ja, das ist halt wirklich jetzt ein bisschen Fail. Man muss sich hier auch wirklich beeilen, sonst wird man zerquetscht. So, ich weiß auch den richtigen Weg eigentlich gar nicht mehr so genau. Ich hoffe, ich finde den. Geh mal so ein bisschen auf Anhieb. Okay, ich glaube, hier ist schon mal... Warte, hier ist richtig. Warte. Wow. Wow. Aua, ich glaube, ich war zu... Ich glaube, ich war zu langsam, oder? Aua. Du-du-du-du-dum. Kann sein, dass es zu langsam war. Nochmal. Das Labyrinth da vorne ist wirklich furchtbar, Mann. Ja, willst du denn, Mann? Ich mach da nochmal mit. Schade, dass man gleich mal sofort gleich stirbt. Nicht einfach vom Weg nochmal versuchen. Okay. So, also nochmal. Wumm. Hui. Boah, man, so kann man die alle hier wegrammen. So. Oh Gott. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier? Ich muss irgendwie... Hier war ich anscheinend. Ach nee, okay, das macht... Ach nee, das ist einfach nur automatisch eine Falle, egal wie schnell ich bin. Okay. Das ist ja auch fies. Ja, der ist hier voll... Das ist so ein trauriger Typ, dass er echt so einfach Tränensäcke hat, so jetzt traurig vor sich hängen mit dem Playtonic-Logo, ist okay. Aber warum Einkaufswagen hier im Sumpf? Warum? Ich habe keinen Plan, Leute. Da müsst ihr die Entwickler fragen. Ich weiß auch nicht, was die wieder geritten hat. Also auf jeden Fall seht ihr schon mal alles richtig. Hier geht der Weg auch schön zurück, sondern ich gehe einfach mal hier lang. Und das... Oh, nee, ist auch falsch. Hä? Wartet mal. Muss ich auf irgendwas warten? Bis sich hier irgendwas weg anderes verschiebt? Upsala. Weil... Ne? Wartet mal, ich kann sein, dass ich... Hier und dann wieder zurück muss. Weil sich dann hier irgendwas anderes... Okay. Okay, dann öffnet sich einfach was anderes. Ist okay. Und das sollte es gewesen sein. Sehr schön. Alter, das war aber ein fieser Trick, ey. Trotzdem, wir haben es geschafft. Yeah, yeah, yeah. So, okay, das hatten wir auch erledigt. Sehr schön. Und ja, ich glaube, ich würde jetzt halt nochmal versuchen, den Boss hier zu machen. Weil wir es auch schon mal erlebt haben. Oder sind hier noch irgendwo Federn? Oh, hier wird man voll leicht abgelenkt von den ganzen Lampen. Dass irgendwie wie Federn aussehen von Weitem. Aber nö. Ich habe noch keine Ahnung, wo Dr. Putz hier ihr Ding hat. Oder, das ist ein bisschen fies. So, ich könnte ja auch mal einfach eine Abkürzung nehmen. Warte mal, ist hier irgendwo so eine Röhre offen? War hier irgendwo eine Röhre, die ich geöffnet habe? Nee, oder nicht? Ich finde meine Wege. Wenn ich einfach hier abkürze, wie so ein bisschen was. Boings. So. Lass mich mal gucken. Ich muss erst wieder Überblick verschaffen hier. Oh, krieg hier echt die anderen Sachen, krieg hier alle noch nicht. So, da ist das Labyrinth gewesen. Das ist aber auch, was war das, ein riesengroßer Teil, der kann man da nicht übersehen. Wo der Boss ist. Ah, ich glaube, das ist ja nur das Anfangsgebiet und das andere ist alles so mega weit weg da hinten und so. Da muss ich irgendwie anders hinkommen. Halt am besten halt durch Porten. Warum geht's ja nicht im Kreis rum? Ich renne jetzt hier schon wieder voll im Kreis. Nee. Ich versuche bloß meinen Weg zu finden. So, ich geh einfach mal darüber. So. Hui. Boah, Alter, voll knapp. So. Okay. Nicht festhängen. So, da sind überall Schmetterlinge. Da war ich da schon drauf. Ich will immer springen. Kann sein, dass ich da eigentlich drauf war. Wartet mal. Achso, doch. Ja, klar. Naja, Logo. So, hier pfeift's aber noch. Ich glaube, ich weiß auch warum. Weil irgendwo hier ganz oben allerdings dürfte nämlich ein Upgrade sein. Oh, da ist die Münze. Geil. Okay, das hat wegen der Münze gepiept. Okay. So, dann war ich aber... Ja, hier war ich aber dann schon. Genau. Okay, haben wir die Münze gesammelt, Leute.
Nein, das könnte man eigentlich auch zu Rextro wieder ein bisschen gamblen. Ein bisschen zocken. Aber, oder warte mal, jetzt zocke ich jetzt ein bisschen gamblen oder doch den Boss? Ja, den Boss schaffe ich nicht. Den schaffe ich jetzt nicht mehr. Dann lass uns mal da hinten hin. Wie weit das weg ist? Da hinten ist ein Automat. Es ist wohl doch nicht immer so, dass es da zu finden ist in der Nähe. Na toll, ganz haben nicht geschafft. Egal, hier sind noch Federn. Die hole ich mir. Und hier ist noch ein Eisblock. Oder ist das ein Eisblock? Nee, ich glaube, das ist wieder so ein anderes Teil. Leider, wo ich gegenrammen muss. Weil das dürfte hier... Oh, doch. Oh, okay, doch, das geht so. Okay, warte. Was soll ich hier machen? Hier ist ein Pagey. Einfach mal rinfeuern. Okay, mega das... Mega das easy Pagey, Alter. Yeah. Okay, nice. Okay, das war jetzt wirklich ober-easy. Schon wieder. Na gut, da hinten ist dieses fette Teil da, aber ich glaube, ich gehe zu Rextro. Zu Rextro. Einfach mitgenommen, das Pagey. War überhaupt nicht versteckt. So, da sind noch Pagey, da sind noch Seiten. Okay, warte mal, da war aber, glaube ich, auch irgendwas. Wartet mal. Irgendwas hier. Aber die Schalter sind noch nicht aktiv. Deswegen glaube ich, dass jetzt noch nicht wirklich... Wow, was Richtiges ist. Ah, wartet mal. Ich weiß aber, dass der hier was mit zu tun hat. Hier ist nämlich... Oh. Hier ist nämlich wieder so ein oller komischer Wagen. Was hat der denn da? Donuts? Hallöchen. Alles in Ordnung? Hier müffelt es ein wenig. Und mein Name ist Jolly. Ich bin dafür verantwortlich, dass das Wasser hier frisch und sauber bleibt. Ja, und da bist du noch nicht arbeitslos? Tja, keiner hat bemerkt, dass die Maschine kaputt gegangen ist. Während ich Urlaub im Capital Casino gemacht habe. Mann, das war ein Wochenende. Ja, komm zu dem Teil, an dem wir dir helfen. Alle Schalter da oben müssen betätigt werden, damit der Wasserfilter neu gestartet wird. Meine Räder sind nicht mehr das, was sie mal waren. Könnt ihr mit dem Schaltern da mal helfen? Ihr müsst mit dem anfangen, der hier neben mir ist. Ah, wir helfen dir, Jolly. Ist da okay? Oh, super Sache. Ich habe dieses Stück Papier, das ich aus dem Abflussrohr gefischt habe, als Belohnung für euch. Ist doch geil, ne? Da klebt auch noch anderes Zeug dran. Könnt ihr behalten? Danke. Dann ist da den Arsch mit abgewischt, ey. Obwohl er vielleicht nicht, er hat keinen Arsch. So. Okay, Leute, es geht los. Ich muss jetzt hier die ganzen Schalter betätigen. Aber dann wird tatsächlich auch das Wasser hier wieder fresh. Okay. Ja, keine Ahnung, wie das dafür sorgt, dass das Wasser wieder frisch wird. Aber irgendwie geht's. So, kann ich nicht einfach wieder hier so abkürzen? Wartet mal. Richtig lame. Vorhin hat's auch auf so eine Mega-Distanz geklappt. Okay, diesmal klappt's nicht. Diesmal klappt es nicht. So, klappt's. Fupp. Okay, was ist hier los? So, da ist Schalter, Leute. Schalter. Okay, in alle vier Richtungen muss ich. Und die Bienen hier nerven überhaupt nicht, zum Glück. So, kann ich den einfach hier wieder abkürzen? Oh Gott. Vielleicht lieber nicht. Wow. So. Oh je. Ups. Eigentlich könnte man voll locker abkürzen. Aber okay. So. Und hups. Ich kürze es doch einfach ab. Oh Gott. 3, 2. Ah, richtigen. Gott. Ah, da können wir doch wirklich richtig rein. Das Wasser, es ist wieder sauber. Geil. Tausend Dank, Leute. Wie versprochen, das Stück Papier aus dem Abflussrohr. Solltet ihr vielleicht besser mit Handschuhen anfassen. Ist ein bisschen eklig. Dankeschön. Wunderbar. Ich glaube, sogar an dem Wasser müsste ich, glaube ich, sogar... warte, ist hier irgendwo eine Feder? Nee, ne? Müsste ich, glaube ich, sogar von Dr. Putz die... Die Münze finden. Oder ich muss hier irgendwas machen mit ihr. Ist egal, erstmal noch ein Pagey einsammeln. War doch nice. Weil ich kann hier einfach mit meiner Kumpelblase ins Wasser. Yeah, Alter, 29 haben wir schon, ey. Richtig krass. Voll nice. Wir können auf jeden Fall Level 4 öffnen, ganz locker. So, okay. Okay, einfach mal abtauchen. Was leuchtet denn hier so grün? Ach ja, stimmt ja. Wartet mal. Nee, zu diesem Grün da komme ich erst mit... Komme ich erst später. Hier kann ich mich trotzdem ein bisschen umgucken. Wow. So. Guck mal, hier haben wir noch so einen Eingang. Komme ich überhaupt drin? Oh, ich komme da sogar rein. Tja. Was, wo bin ich jetzt? Muffiger Korridor. Okay. Warum muffig?
So, na, okay, schnell. Oh Gott. Wow. Aua, voll eingequetscht. Okay, was zur Hölle, wo bin ich denn jetzt? Da sind auf jeden Fall nochmal schön viele Federn, aber... ist trotzdem ein bisschen eklig. Oh Gott, Oh Gott, ist alles voller Stacheln. Ich glaube, hier soll ich nicht rein, oder? Aber kann ich nicht irgendwie nach oben schwimmen einfach? Oben drüber? Bevor ich wieder eine Kumpelblase mache. Selbstverständlich. Okay. So, ganz schnell. Nicht, dass hier irgendwelche Seiten noch rumliegen. Wartet mal. Nee, okay. Mann, Federn, ihr wisst schon. Ich hab da mal schon so einen kleinen Pagey-Federdreher. So. Wow. Was ist das jetzt? Okay, ich schwimme einfach mal nach oben. Wow. Okay, okay, okay. Mit Kumpelblase falle ich ganz tief, aber... so, ich muss gar nichts machen. Ich werde von alleine nach oben gesaugen. Ein bisschen gegentauchen. Okay. Das hätten wir. Schön, dass die Kamera jetzt wieder so einen blöden Twist macht. So. Okay, wo bin ich denn jetzt? Ups. Okay, sind erstmal Federn. Leute, ich mach das hier noch schnell, dann ist der Part aber auch wieder vorbei. Ne? So. Okay, welche... ja, ist okay, pfeift die erstmal rum. Was soll ich jetzt hier machen? Oh, hier ist eine... was ist denn hier? Hier ist so eine große Kugel. Oder war das das? Ah, warte, ich glaube, ich muss hier Luft machen. Ich weiß bloß nicht genau, wie... ups, okay. Wartet mal. Irgendwo hier müsste doch denn Luft rauskommen. Wartet hier bei dem Schalter? Passiert hier überhaupt irgendwas? Nö. Doch. Okay, warte mal. Mit dem Schalter kommt Luft von da. Okay, das wollen wir ja nicht. Dann muss der Schalter aber Luft von da machen, oder nicht? Ja, tut er. Los, wo wollte er jetzt hin? So, stopp mal. Okay, er ist noch auf dem Schalter drauf. Und jetzt muss ich einfach hier rauf, oder was? Wow. So. Ja! Okay, trotzdem geschafft. So. Oh Gott, was ist denn für ein langes Labyrinth? Oh Gott, ey. So, na dann. Wow. Natürlich genau getroffen, ey. Natürlich ganz genau getroffen. So. Oh, hier will ich nie wieder rein, ey. Ich muss ja echt drauf achten, dass ich hier alles Federn gleich mitnehme. Wenigstens werde ich hier gleich immer drauf hingewiesen. So. Okay, ich mache immer die Blase kaputt, weil ich dann eigentlich schneller bin. Weil ich dann schneller sein sollte. Wow. Natürlich. Wollt ihr mich verarschen? Ich hätte nur verarscht. Ich bin, glaube ich, so schneller. Ja, okay, ich bin so schneller. Ist okay. Ich dachte bloß wegen der Strömung, ist da? Wegen der Strömung. So. Alter, und... fail. Einfach fail. Oh, muss ich ganz zum Schluss die Blase kaputt machen, oder was? Oh, kann ja auch so rennen. Okay, Moment. Nochmal. Mensch. So. Oh Gott. Okay, okay. Jetzt den Rest schwimmen. Was? Oh, Leute. Mann, was ist denn bitte? Oh, wie langsam, wie schnell muss ich denn da sein? War der Disc-Drake auch mega schnell. Wartet mal. So. Okay, hups. So bin ich doch eigentlich schön schnell, oder? Ach Mensch, ich verstehe. Ich muss erstmal warten. Ich muss erstmal eine Weile auf dem Schalter draufstehen bleiben. Ja, okay. Ist okay, damit das Ding erstmal richtig schön hochfährt. Das sehe ich doch von hier aus nicht. So, jetzt ist es ganz oben. Okay, na dann. Hoffe ich mal, dass es jetzt klappt. Gott. So. War doch total leicht. So, und da ist jetzt das Pagey, Leute. Da ist es. Das Pagey. Na, wow, und knacks. Oh je. So, Leute, damit haben wir dann echt hier den Part jetzt mal wieder ein bisschen sehr überlängenmäßig, ne? Aber was soll's. Das war ein umfangreiches Pagey. Du, du, du. So, ich hab's mir redlich verdient. Komm her. Yeah. Was soll das denn? So, und raus hier. Ah. So, Leute, mal gucken, wo ich jetzt rauskomme. Wo mich jetzt überhaupt hier rausschmeißt. Einfach aus demselben Loch. Einfach aus demselben Loch. Guck, da ist noch ein anderes Loch. Du hast so viele Löcher. Hilfe! Was? Ich werde hier unten von Dornen zerpiekst. Oh. Okay, da kann ich aber nichts gegen machen, noch nicht. So, warte mal. So. Okay, noch ein paar Seiten einsammelt.
Ich will jetzt auch hier, hier sind überall Rohre, oder? Wo jetzt hier noch hin? Ist nicht irgendwo mal eine Abkürzung? Ich hoffe, hier ist irgendwo mal eine Abkürzung. Oder hier ist nochmal was ganz anderes. Oh, Sumpfstation. War echt. Oh Gott. So, Leute, ich muss jetzt aber echt hier. Oh shit. Ja. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, das kann ich hier noch gar nicht machen, glaube ich. Oder? Geht die Scheibe da kaputt? Wartet mal. Ich glaube, die Scheibe geht noch gar nicht kaputt. Ja, ich glaube, hier kann ich noch nichts machen, glaube ich. Würde ich jetzt mal sagen. Ist ja wieder so eine komische Scheibe. Da unten. Hey, da unten ist der letzte Ghostwriter ist hier unten. Na, wir müssen den schon mal mitnehmen. So, warte. Okay, jetzt aber das ist auch wirklich Schluss. Komm her. Du oller Sack. Yeah! Und dafür gab's einen Pagey. Yeah, richtig nice. Okay, jetzt, oh Leute, ich muss hier wieder abhauen. Hier geht's, glaube ich, echt noch nicht. Und, ja, und ich glaube, beim nächsten Mal mache ich nochmal, ich mache beim nächsten Mal den Level-Boss. Dann doch noch. Und dann aber werde ich diesen Kurs hier verlassen. Hallo? Also ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Doch, ich kann schwimmen. Warte mal. Schwimmen vielleicht, Marcel? Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. So. Okay. Oh, erstmal mich irgendwo in Sicherheit stellen. Ich kann den Part nicht in Sicherheit beenden, wisst ihr? Mensch, Mensch, Mensch. So, ich muss erstmal in Sicherheit. So, wir haben in unserem ersten Level alle Ghostwriter gefunden. Sehr schön. So, ja, ich werde auch beim nächsten Mal nochmal ein bisschen hier gucken. Weil hier hat es auch was mit der Verwandlung von Dr. Putz zu tun. Aber Leute, erst beim nächsten Mal. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.